Ja moin, wir sind wieder bei Forts in der netten Kompanie. Wir lernen jetzt, wie wir mit Minen umgehen und wir müssen unsere Fabrik schneller als der Gegner bauen. Also, let's go. Ein magisches Angebot, was, Ivan? Ich hätte schwören können, dass wir mehr Metall als das gehabt hätten. Da leicht zu übersehen, wenn man einen Kopf in den Sand stecken kann. Ja. Das feindliche Fort steht auf einem Höhlensystem, das sich auf der Suche nach Metall durchsuchen wollen, um ihre eigene Technikbomb damit zu erstellen. Das finde ich nicht so gut. Auch wir müssen auf der Suche nach den wenigsten Botschaften immer tiefer graben. Durch die Höhle nach unten und errichten sie so viele Minen, wie wir wollen. Okay. Okay, erstmal. Will ich hier ein, zwei Waffen hinhaben, damit ich den Gegner so ein bisschen nerven kann. So, dann kann er mich selber nicht abschießen. Wunderbärchen. Doch hat er auch keine Waffen. Gut. Das heißt, wir gehen runter. Na? Ach, hier dürfen wir überall nicht ran. Ja, das ist natürlich praktisch. Oder habe ich einfach das falsche Holz genommen? Nee, habe ich nicht. Gut. Ich meine, runter dürfte ja jetzt nicht allzu schlimm werden. Ja, siehst du? Wir bauen auch noch eine Mine. So, was macht unser Gegner? Guck mal, da hat er doch schon Schwachsinn, den wir nicht gut finden. Der kleine Schlawiner. Naja. So, wir müssen auch eine... wir müssen eine Fabrik auch noch brauen. Ja, dann müssen wir schon mal anfangen mit den ganzen anderen Bums hier. So, das passt hier alles nicht rein. Das ist doch scheiße. Müssen wir halt sonst Schwachsinn machen. So, unsere Mine hier unten ist durch. So, das hier könnte interessanter werden. Ja, erstmal brauche ich hier eine zweite Strebe. So. Das Ding wackelt aber auch, ne, wenn ich hier unten Schwachsinn mache. Kann ich das hier so ankern? Dann wackelt das vielleicht einfach weniger. Technologie. Ja, gut. Können wir vielleicht hier unten mal hinpacken gleich. Oh, die kriege ich hier nirgends ran, ne? Ich komme nur da unten hin. Ja, aber hier kriege ich noch einen zwischen. Um das Ganze ein bisschen stabiler zu haben. So, im Bestfall so ein klein hier hin. Einfach nur, um das so leicht zu entlasten. Ups. Ach, das war eh der falsche, aber hey. Ja. Es ist nicht das Schönste, aber hey. Wir schaffen das. So, der hier soll nicht allzu tief runterfallen. So. Hat niemand gesagt, dass das hier unten schön aussehen muss. Ich fände es aber trotzdem gut, wenn der Bums natürlich nicht unendlich viel rumflabbert. So. Schön. Da so hin und das andere. Shit, viel zu hoch. Ah, da. Ja, da sind wir dann genau eingeaimt. Da treffen wir gleich rein. Ja, fick dich doch da hinten. Was soll denn das? So. Und dann die Fabrik schneller ist der Feind. So, jetzt haben wir schon mal die Fabrik. So, jetzt müssen wir den Jungen aber auch noch irgendwie umbringen. Das können wir aber im Bestfall mit unserem Optimierungszentrum ja eh. Machen wir den Jungen panzerbrechend. Höhere Feuerrate. Hohe Feuerrate von Angriffswaffen. Ja. I guess. Machen wir hier raus eine Tür. Können wir auch gerade durchschießen. Weiß nicht, ob wir da irgendwas Sinnvolles dann treffen. Aber hey. So, du kannst weg. Dafür würde ich hier gerne einen... zwei Mörser-Dudes sogar haben. Zwei. Bitte was? Habe ich nicht getroffen? Ja, mach das Ding ruhig zu. Ich schieß trotzdem durch. Aha.
Na gut, nervt halt ein bisschen, ne? Aber das ist jetzt nicht so das, was den Jungen umbringen wird. Anscheinend können wir einfach so auf den Kern schießen, 2-3 Mal. Nice. Ja. Wunderbar. Kann sich nicht mal verteidigen dagegen gerade. Ja gut, er kann halt eh nicht viel machen gerade. Wir können auch lustige Sachen noch bauen, aber... ich glaube, das tut gar nicht groß Not. Ich meine, wir treffen anscheinend den Kern ja die ganze Zeit. Aber hey. Ja. Weggesnipert das Ding. Easy. Ja, was heißt easy? Aber drei Fässer. Ach, deswegen mache ich mir auch ein Fass auf. Ist kein Bier. Alles gut. Jetzt stellen Sie das feindlich vor. Gut. Verbinden Sie sich mit beiden Metalllagern. Nutzen Sie alle Felsnasen. Was denn? Ach, das sind die Felsnasen. Okay. Das heißt, ich verbinde mich mit allen Metalllagern. Ja, gut. Das schaffe ich doch wohl. Ups. Dann schwanken wir nicht hin und her. So, und von hier aus können wir dann deutlich einfacher darüber. Ja, irgendwie so. Verbinden Sie sich mit allen Metalllagern. Gut, habe ich ja jetzt hier gemacht. So, was hat der denn hier? Warum hat er da schon Minen drauf und ich muss meine selber bauen? Ich würde jetzt sagen, das ist unfair, aber hey. So, das hier kann weg. Das brauchen wir nicht mehr. So, das geht ja noch höher. Muss man die Hotkeys dafür lernen. Gibt's dafür Hotkeys? Okay. Wir haben uns jetzt mit allen Metalllagern verbunden. Sieht es schön aus? Nein. Müssen wir dringend was gegen den Gegner gleich mal tun? Ja. So, jeten wir uns hier einen Sniper hin. Mit. Ah. Hallo. Nein, was machen Sie denn? Ach, weil der zu lang ist, oder was? Nein, doch nicht. Alter. Das kann weg. Optimierungszentrum, eine Werkstatt meine ich. So. Jetzt den Sniper hier rein. Das hier irgendwie zumachen. Hier raus eine Tür. Okay. Haben wir. Nutzen Sie alle Felsnasen. Achso, ja, muss ich noch Shit draufbauen. Ja, das ist okay, das schaffe ich. So, ich weiß gar nicht, mit was er hier kommen will. Okay, das ist relativ gut auf die mittlere Tür. Nice. Das ist also schon mal eingeaimt. Wollen wir uns auch gegen Mörser verteidigen? Ich denke, ja. Ah, da bin ich pleite, oder? Achso, nee. Hier, Grit aus mit G. Warum darf ich das denn nicht? Ach ja, dann, ja, ich kann ja eh den hier machen. Und da, damit der dort durchschießen kann. So. Schön. Hab vergessen, Geräte zu bauen. Aber das haben wir gleich. Ich meine, der Gegner ist ja eh langsam hier in der Kampagne, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen dürfen wir hier ja Sachen machen, die wir sonst nicht machen dürften. So, Kanone brauchen wir die Fabrik für. Und, gut, dass wir unser Geld verschwendet haben gerade. Erstmal, hier kommt eine Fabrik hin. Wenn ich da Schwarmraketen reinpflanze, ist das eine Idee? Oder ist das Schwachsinn? Schon wieder die falsche Taste. Die sind natürlich komplett zu kurz.
Das ging ja mal ins Nichts. Versuchen wir mal das so. Ja? Das ist schon fast ein Treffer gewesen. So, noch ein. Ach, falsche Taste. Ja, das würde mich richtig nerven, wenn ich er wäre. Machen wir das gleiche nochmal, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Um hier so rein zu heaten. Und der will sogar ein Windrad bauen. Cool, dass wir keine Windräder brauchen. Ups. 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 Ah, was heißt ups? Das wollte ich ja treffen. Muss man dreimal treffen, die Dinger? Viermal? Fünfmal sogar. Wow, die halten echt viel aus. Naja. Und dann können wir Kanonen bauen. Hier so eine, ja? Ist bestimmt... bestimmt sehr schlau. Ich finde es nett, wenn sie damit aufhören würden. So ganz unter uns, ja? Einfach mal nicht machen. So, jetzt warten wir vielleicht, bis die auch durch sind, bevor wir wieder schießen. So. Nicht ganz. Ich meine, ich könnte ein Dingszentrum bauen und einfach aufrüsten, meine Sniper zu Panzer berechnen. Aber wozu, wenn ich auch so durchkomme? War diese Rauferei des Metall wert? Ja, natürlich. Zerstören Sie das fertige Fort, zerstören Sie beide Maschinenkanonenpositionen und bauen Sie drei neue Minen. Schon wieder. Schon wieder nach unten. Ach du Kacke. Okay, schon wieder spät dran, Genosse, wie beim Flug zum Mond. Ja, ja. Der erste zu sein ist nicht immer der Beste. Das Adler Imperium entwickelt ein Minensystem. Das ist nicht gut. Unser Fort hat nur zwei Minen. Bauen Sie ein Fort nach unten, um Minen zu errichten und an dieser Stelle Metall abzubauen. Vorsicht, Genosse, diese Standorte werden von Maschinenkanonen bewacht. Sie müssen sie zerstören, und so werden ihre Minen zerstört werden. Ah ja. Okay, jetzt zerstören Sie beide Maschinenkanonenpositionen. Gut, wie komme ich da überhaupt rein? Ist erstmal die Frage. So, und ich würde anfangen, indem ich so ein Ding hier mache. Den Bums fixiere. Und gut ist. So, ich bin natürlich paranoid. Deswegen will ich eine Werkstatt haben. Und, was ich eigentlich wollte. Ja, wo sind sie denn? Hier, Waffen. Ein bis zwei Boys. Weil rüberschießen direkt kann ich ja gerade eh nicht. Ne? Und hier so ein random Metalllager. Ah, hier habe ich direkt ganz viele Dinger, um mich selber ranzujagen. Hättest du mal mit richtigem Holz machen können. So. Ich meine, ich kann da ja nicht einfach eine Waffe reinsetzen, oder? Guck mal, er guckt mich direkt böse an. Oh, wenn ich das zur Hintergrundverstrebung mache, das sieht er ja nicht. Das ist ja, er ist ja blind. Hoffe ich mal. Technologie. Wunderbar. Was macht das nochmal? Schaltet Gerät frei. Fabrik. Feuermörser. Schwarmraketen. Ist doch irgendwie klar. Irgendwie war das klar. Das sieht er ja nicht. Und verschwenden wir halt ein bisschen Geld dafür. Auch kein Ding. Alter, die Türen kosten verdammt viel. So, kann ich auch. Und das kommt auch weg. So, und dich verkaufe ich. Muss irgendwie reichen. Und du wirst auch zurückgebaut. Wir wollen ja hier kein Geld verschwenden.
Da oben ist noch alles cool, bestimmt. Ja, Geld haben wir eh gerade nicht. Dann wird es aber auch mal höchste Zeit, dass wir da was gegen unternehmen. Das heißt dagegen aber. Also dafür unternehmen, dass wir Geld haben. So. Ja, ja, ich weiß, ich will daran. Nicht schön, aber selten. Genau. Die Tür können wir auch wieder zurückbauen. Dann sparen wir uns ein bisschen Geld. Da kann ich gar nicht drauf bauen. Unfair. Bauen sie drei neue... sind ja auch nur drei. Ja, got it. Ich bin natürlich blind, deswegen sehe ich sowas nicht. Ja, das war jetzt ein bisschen verschwenderisch, aber hey. Das heißt, wir haben erstmal alles für die Mine ready. Komm ich hier ran? Ja. Hallo, hallo, das war jetzt der vordere und hier den hinteren auch noch. Den andersrum. Wunderbar. Jetzt könnte ich tatsächlich auch mit Mörsern spielen. Na, jetzt ist zu spät. Nee, eigentlich nicht, ne? Er hat ja selber keine Mörser. Packen wir hier doch mal einen rein. Das habe ich genau gehört. Mach das ja nicht mit mir hier, ja? Gut, wieder eingeaimt. Man muss ja den Gegner auch ein bisschen nerven. So, viel mehr können wir gerade nicht machen, ne? Ich meine, ich kann sein Optimierungszentrum hier unten noch reinheaten. Weiß nicht, wann ich das brauchen werde, kann, aber hey. Ist hier schon wieder was Neues? Ja. Das Nice ist, der Rückstoß geht immer genau auf den anderen rauf, auf den anderen. So, Schwarmraketen, ja, Schwarmraketen können wir nirgends einsetzen. Das ist halt Schwachsinn. So, wir bauen hier mal so ein ganz stabiles Ding. Mit ein, zwei extra Mörsern, weil das geht uns halt alles nicht schnell genug hier. So. Zack, der erste. Zack, der zweite. Und du, ja, reicht wahrscheinlich, wenn du so schießt sogar. Ja, schön nerven. So muss das. Und du schießt jetzt einfach da so rein. Weil das die richtig nervt. So, oh, du bist zwar viel zu weit, aber hey. Lassen Sie das. Habe ich Ihnen nicht erlaubt. Ja, ich habe meine Metallkapazitäten erreicht. Ist mir bewusst. Wo ist er? Wo sitzt der Schlawiner? Ja, das wird die definitiv nerven. Die treffen genau den Kern, ne? Das wird mich ja richtig nerven, wenn ich er wäre. Das müsste es gewesen sein. Ich hab gesagt, das müsste es gewesen sein. Naja. Ich habe den Kern gar nicht getroffen damit. Die Hitbox ist eher so mittig davon, ne? So. Ja, das reicht aber. Easy. So langsam kommen wir rein in das Game. So ganz langsam. Was wissen Sie denn schon? Ich weiß auch, wie ich als junger Rekrut das Fort erbaut habe vor der Ölknappheit. Sieht aus, als hätte es auch eine Knappheit an Können gegeben. Wow. Der feindliche Force mit einer Batterie von drei Kanonenwürfeln, die von Windturbinen gut versorgt werden. Wir haben unsere eine Kanone, aber unsere Energievorräte sind begrenzt. Bauen Sie Fort nach oben und bauen Sie Windturbinen. Okay.
Machen Sie die Tische rund. Weg mit dem Ding, damit wir durchkommen. Okay. Hier unten ist alles cool. Da kann ich gar nichts bauen. Ach, lustig. So. Genau. Das heißt, ich gruppiere die einfach mal. Und wir haben nicht alle geschossen. Ach ja, weil das Energie. Weil die Energie leer ist. Das heißt leer, aber nicht ausreicht. So, kann ich hier schon 100% effiziente Dinger bauen? Ja. Machen wir 2-3 Stück davon. Die brauchen aber viel Energie, ne? Na gut, aber geben auch viel extra dadurch. Aber das Ding brauche ich ja dann noch gar nicht, ne? Ach, egal. Lassen wir das da einfach mal stehen. Wie viel braucht ihr denn für einen Schuss? 2000. Also ich brauche 6000 Energie. Das heißt, sie könnte jetzt erst schießen. Okay, got it. Wir brauchen also verdammt viel Energie. Sollt ihr bekommen. Wollen wir hier oben mal durch? Nee, komm, wir gehen mal direkt durch die Mitte. Okay. Hat jetzt nicht so geschossen, wie ich gehofft habe, dass es schießt, um ehrlich zu sein. Aber egal, so. Wenn die nachgeladen sind, habe ich auch definitiv wieder genug Zeug übrig. Ja, praktisch, warten wir ja jetzt erstmal nur und schießen da durch. Wahrscheinlich ein bisschen höher, aber diesmal. Könnten noch mehr Kanonen bauen, ja. Oh, viel höher. Also wenn ich den Gegner treffen will, dann muss das viel höher sein. Obwohl... muss ihn ja nicht unbedingt treffen. Ich kann auch einfach andere Waffen reinbauen. Und ihn dann damit weglasern zum Beispiel. Okay, okay. Würd mir schon stinken, wenn ich er wäre. Ah, lass mich schießen! Viel zu hoch, also die Flugbahn von den Dingern ist, gar nicht mal so nice. Was soll der Scheiß? Ja, wichtig ist, dass wir die Dinge halt zu haben, ne? Excuse me? Nein. Was denkt er, wer er ist? Nein, ich will diese Strebe. Ich will diese Strebe. Danke. Darf ich nicht? Okay. Machen wir halt random Bullshit. So, auch okay. Und wenn er dazu gerne möchte. Kriegt er hier auch gerne noch eine zweite Tür rein. Das kann ich nicht reparieren, ne? So. Das hat mich so ein bisschen gerade genervt, ne? Also bin ich ehrlich. Bin ich schon kein Fan von.
meine, wir treffen den Jungen, ne? Aber der hat uns auch echt wehgetan. Reicht schon wieder nicht. Sag mal, warum ist denn mein Metall so schlecht dran? Nee, das ist ja Schwachsinn. Ich fühle mich leicht gemobbt hier. Und baue einfach Mörser. Scheiße, ich habe den Shit für Mörser nicht, ne? Guck mal, wie schön da darüber gejoinkt ist. Aber ich kann mir einen Sniper leisten. Bitte lassen Sie dies. Ich habe dem nicht zugestimmt. So, weil wenn der Junge irgendwo jetzt durchschießt, ja, dann will ich, dass er dafür bereut. Ja, ungefähr so. Da kann ich aber auch selber reinschießen. Scheiße, da war irgendwas im Weg. Da ist immer was im Weg. Mann! Ich fühle mich richtig krass gemobbt hier, ey. So, er hat, wo wurde er rausgeschossen? Der nächste müsste eigentlich wieder oben oder mittig kommen. So, der ist ungefähr eingeaimt auf die Mitte, ja? Gut. Oder so? Oder so? Einfach nur einen guten Treffer landen, wenn das Ding aufgeht. Ja, das hätte ich ja. Guck mal, meine Leben, ne? Die waren nicht mehr so geil am Ende. Ups. Okay, verdammt, ich kann es gar nicht mehr warten, diese Ölknappheit. Ja. So, wie effizient ist die? 75%. Das heißt, wenn ich hier einen Mörser drüber baue, reicht das nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Technologie schaltet unseren Mörser frei. Schön. Verbinden wir uns noch mal mit der ersten Batterie, ja? Ach komm. Ja, das ist jetzt ein bisschen weiter weg. So. Okay. So. Die Möglichkeit, dass der Gegner uns nervt, besteht natürlich immer. So, und unser Optimierungszentrum sieht hier ganz gut aus. Ganz schnorke. Wir sollen ja eh alle Technik... Nee, hier sollen wir gar nicht alle Technikgebäude bauen. Egal. Und Mörser. So, ich weiß jetzt nicht, ob das das ist, was er wollte, aber hey, mal gucken. Nice, das war also damit gemeint. Jetzt müssen wir nur noch das Fort zerstören. Guck mal, wir treffen sogar... Oh, da hat er aber Glück gehabt. Raketen können wir nirgends groß bauen. Ja, dann brauchen wir mehr Technologie. Bauen hier einen... Kanonenturm hin und jieten den Jungen einfach weg, würde ich sagen. Zwei. So, das heißt, würdet ihr so ungefähr treffen. Ja. Und dann die. Ich muss ihn ja eigentlich nur zum Überhitzen bringen, ne? So, und dann kann ich so lustige Sachen hier machen. So, und dann hat er auch nur noch einen da stehen, der verteidigt. Die aber sehr gut treffen kann, anscheinend.
So, und dann nerve ich den einfach, bis er aufhört, mich zu nerven. Okay, die haben noch nicht ganz den richtigen Winkel. Die brauchen ein bisschen mehr Power noch. Die brauchen vielleicht etwas weniger Power. Um genau da rein zu fliegen. Ja, gönnt euch. So. Ja, der Winkel ist jetzt nicht geil wegen der Tür. Aber reicht, hoffentlich. Reicht. Das ist Folter, was wir hier gerade betreiben. Das würde mich ja richtig, also wenn ich er wäre, ne? Würde ich Retz richtig abkürzen. Weil er halt von drei Sachen genervt wird. So, und was kann er dagegen machen? Eigentlich auch gar nichts, ne? Ja, Sieden war da nochmal rein und dann war es das auch. Er fällt runter. Easy. Boah, wir sind so ein Profi. Die Schlacht mögen sie gewonnen haben, den Krieg aber noch lange nicht. Hauptsache, sie werden irgendwas. Ja. Cool. Geil, machen wir noch das Letzte. Komm, wir hauen noch das Letzte rein dafür. Gönnen wir uns das doch. So, bauen wir unser, wie heißt das? Werkstatt für den Feuermörser. Ja, aber eigentlich will ich den gar nicht hier haben. Wenn ich den kann, würde ich den gerne hier haben. Nein, kann ich nicht. Dann hier. So, das reicht. Okay. Ein Dingsspeicher, dann kriege ich auch Zeug voll hier. So, damit er mich hier nicht wegjoinkt mit irgendwie dem ersten Lucky Shot. So. Und wie ist das jetzt hier nicht so ganz verbunden? Aber egal. So, eine Turbine. Mit der Effizienz reicht ja eigentlich. Wir brauchen aber gleich auch wieder eine Mine extra. Bei Strom haben wir dann erstmal sicher. So, komm. So, was macht der gerade? Der macht dann noch Sachen. So, ich kann... Und eine Batterie irgendwo in die Ecke joinken. So, dann müssen wir gleich mal mehr Technikgebäude bauen. Sag mal, hier kriege ich doch zwei Minen eigentlich hin, oder? Wenn ich das... Ich probiere das mal, okay? Ob ich die Mine vielleicht auf die andere Seite jagen kann? Natürlich hat er schon Verteidigung. Man hätte auch Besseres machen sollen. Wenn ich den aber so flach schieße, ne? Ja. Kommt er denn überhaupt in die Reichweite, damit irgendwas zu machen? Ist die Frage. Ich meine, ich muss eh alle Tech-Gebäude bauen. Gönnen wir uns das. Nee, nicht wirklich, ne? Nee. Überschneidet sich alles. Naja. Bauen wir hier mal hoch. Nein. Mach das weg. So. So, du wirst abgesetzt für einen Mörser-Abwehr-Dude. Boah, braucht das lange. Bauen wir nochmal einen zweiten Speicher hier. Mörser-Abwehr-Dude. Beruhigt euch. So, und dann bauen wir einen Laser. Hier rein. Passt ja dann hoffentlich. So. Haben auch direkt das Lager gebaut. 6000. Ja gut, Strom ist gerade nicht so geil, ne?
Produziert 75,5, dann ja, die sind aber auch nicht effizient, ne? Das ist ja so ein bisschen das Problem. Nehmen wir da drunter. Und dafür nochmal eine Windturbine. Oder was sagt er? Mit 100 Effizienz? Das sollte doch genügen für etwas. Party. Nein, praktisch wollen wir einfach hier rein und den Jungen zerficken. Na, da der nicht wirklich zurückschießen tut, gönne ich mir hier auch jetzt nochmal eine Kanone rein. Na, da sind wir ja. Obwohl, die kostet halt auch schon wieder sehr viel, ne? Kann ich mir auch einfach zwei Laser gönnen. Oder einfach zwei, vielleicht drei Schwarmraketen-Boys. Müssen wir aber auch dafür das hier alles wegnehmen. Oh, danke. Wollte ich eh loswerden. So, und unsere Verteidigung machen wir halt einfach hier nochmal zwei Ruf, ne? Weil einer ist jetzt nicht so viel. So. Das hier kommt alles weg. Wir haben den Laser gebaut. Vielleicht brauchen wir auch gar nicht mehr als nur den Laser. Doch, wir brauchen schon noch mehr als den Laser. Passt nicht. Schade. Boah, der ist aber auch zusammengefallen. Och, der Laser kann sogar schon wieder schießen. Warum schieße ich den gleich auf die gleiche Stelle wie vorher? Weil ich dumm bin? So sieht's aus. Na gut, die machen jetzt nicht so viel, ne? Nervt ihn aber und irgendwer schreit da auch rum. So, schießen wir den mal deutlich niedriger jetzt. Da so auf den Sandsack. Ja, der Sandsack hat zwar viel abgefangen, aber dann habe ich da ein schönes Loch, wo ich reinjieten kann. Mister. Passt da up. Ja, hat sogar fast Damage gemacht. So, und jetzt können wir da einfach reinbuttern und alles gewinnen. Noch nicht ganz. Interessanterweise. Helft mir. Na gut, die Raketen sind eher so Spielzeug, ne? Obwohl, die haben die... das Metall weggemacht, ne? Das heißt, jetzt, spätestens jetzt haben wir doch gewonnen, oder? Nee, immer noch nicht. Der geht mir so ein bisschen auf die Eier gerade, ne? Obwohl, da brennt viel. Ja, jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich habe das doch die ganze Zeit gehört hier. Macht der Geräusche die ganze Zeit, der doofe Kern, aber stirbt nicht. Sind jetzt deutlich weniger Tutorial-Sachen. Da fangen wohl die richtigen Sachen jetzt an. Das heißt, wir gönnen uns den Mittleren Osten beim nächsten Mal. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Und ja, heute ist Dienstag für euch, Sonntag für mich. Morgen kommt für euch Packlin und Donnerstag schließen wir das Ganze ab mit Stacklins wahrscheinlich. Ne? Deswegen haut da rein, wir sehen uns nächste Woche bei Forts, morgen bei Packlin. Haut da rein, bye bye.